dem Moment gibt es nichts mehr zu heilen, es gibt nichts mehr zu verändern, es gibt nichts zu tun, sondern es ist einfach, ich fühle mich so stark gehalten und so stark verbunden. Einfach dieses Gefühl von, es ist okay, wie es ist. Ja. Und gleichzeitig auch die Einladung für andere Menschen, wenn da jemand ist, der sich erlaubt, zerbrochen zu sein. Es plötzlich entsteht ein Raum von Verletzlichkeit, wo es ist, wir alle sind zerbrochen. Ja. Es gibt niemanden, der perfekt ist. Selbst die erleuchteten Gurus, die vielleicht sich oben rausgeschossen haben und in Frieden sind, das dachte ich früher schon, Moment, aber ich spüre doch, der hat eine Persönlichkeit. Irgendwie, da ist ein ganzer Haufen Zeug, der aber nicht da ist, sondern weil er so erleuchtet ist und so strahlt und so perfekt, wo auch Leute sind, die das Spiel mitspielen. Ja, aber dass das für den genauso schmerzhaft ist oder dass sein Herz darunter liegt und schreit, aber dass es vielleicht überhaupt nicht mitbekommt. Auch dieser erleuchtete Guru. Ja. Ja, so würde ich es nennen, dass es einfach Energie ist, die durch mich durchfließen will oder Gefühle, die durch mich durchwollen. Und oft ist halt irgendwas obendrauf, und das kennen wir alle, dass wir gelernt haben, das ist okay, das ist nicht okay. Zum Beispiel Wut ist nicht okay, meinetwegen für manche ist Traurigkeit nicht okay, für manche ist Fröhlichkeit nicht okay. Und das ist auch die Sache, wie viele Menschen können sich wirklich freuen und Lebensfreude erleben? Und was passiert, wenn ich auf die Straße gehe und wirklich voll ekstatisch bin und einfach pff, das reine Leben? Muss ich aufpassen, dass ich nicht eingesperrt werde. Und es ist für mich jeden Tag das Gleiche, dass, ja, also zu mir selbst Ja zu sagen, zu dem, was ist, ist so, das öffnet ein Tor und es wird einfach immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Ja. Und was ich da eben sehe, ist, wenn ich da Menschen sehe, die sich irgendwas wünschen oder oh, lass uns was manifestieren. Früher hätte ich gesagt, ja toll, lass uns das machen, das klingt gut. Und vieles von dem, was ich da sehe, ist, dass ich denke da nicht mal drüber nach, das ist für mich selbstverständlich, dass ich das in meinem Leben habe. Mhm. Aber ohne, dass ich irgendwas mache, sondern es passiert einfach von alleine. Mhm. Und deswegen ist es nichts verkehrt an diesem Ding von, ich will mir was wünschen, ich will manifestieren. Nur ist es noch viel schöner, das nicht zu machen, sich auf seine eigene Wahrheit einzulassen und zu sehen, hey, ich brauche das gar nicht. Oder auch dieser Spruch, den ich so schön fand, wir müssen nicht die Erde retten, wir müssen zulassen, dass die Erde uns rettet. Weil wie arrogant ist es zu sagen, wir müssen die Erde retten. Wir zerstören hier alles, bauen Atomkraftwerke und sonst was und haben dann die Arroganz zu sagen, wir müssen die Erde retten. Ja. Und da merke ich auch, das geht dann tiefer in die Region des Körpers, da ist einfach so viel Wut und so viel, diese Power, die aus der Erde kommt, die sagt, stopp, es reicht. Aber das eben Wut nicht als, oder dann kommen auch wieder die Sachen, ich spüre diese Wut, darf ich das? Darf ich diese Wut spüren, dass da was Ungerechtes passiert? Mhm. Und Wut an sich ist einfach nur eine Kraft, die Grenzen wieder an ihre Stelle setzt, die sagt, die zu etwas Unechtem sagt, stopp. Und die das zerschmettert, was unecht ist, aber die aus der Liebe kommt und sagt, hey, so geht's einfach nicht. Genauso wie Eltern, die ihr Kind kurz anschreien, weil sie sagen, stopp, das ist gefährlich. Mhm. Und es ist wichtig in dem Moment und es ist vielleicht nicht schön für das Kind, aber es ist wichtig, es ist besser, wenn es einmal diesen Schock erlebt, anstatt vom Auto überfahren zu werden. Und dieses von dieser Kraft, die für das Leben sorgt. Also das ist halt, oder das noch zum Schluss, also ich sehe halt dieses Sinnbild, finde ich schön, von entweder können wir hinter der Karre hergezogen werden durch den Schlamm, oder wir können uns dazu entscheiden, vorwegzulaufen. Also in Wahrheit. Brauche ich eine Situation, die mein Leben tief erschüttert und eine Krise, bis ich sage, okay, ich schaue mir jetzt mal an, was da wirklich ist. Oder sage ich, wow, ich will es gar nicht so weit kommen lassen, dass ich puh, puh, von überall drüber bekomme, sondern ich gehe vorweg.